Morgen geht es hier bei den Profiherren nicht nur um die Europameisterschaft. Es starten auch ca. 2500 Altersklassenathletinnen und Altersklassenathleten beim Ironman Hamburg. Eine davon ist Christine. Christine, das ist deine erste Langdistanz. Allerdings könnte man sagen, dass der Ironman Hamburg 2022 dein Leben verändert hat. Erzähl mal, was ist letztes Jahr passiert? Ja, letztes Jahr wollte ich mit meiner Freundin eigentlich einen schönen, entspannten Sonntag machen. Wir wussten irgendwie, es ist eine Veranstaltung hier in Hamburg, aber haben uns da gar nicht so richtig informiert und wollten zum Planten und Blumen. Und wenn wir von uns zu Hause kommen, müssen wir sozusagen hier einmal langfahren und haben dann die Läufer gesehen und dachten, ach, Sport interessiert uns, gucken wir jetzt mal zu. Und haben dann gedacht, ja stimmt, das ist der Ironman. Ich habe noch mal kurz gegoogelt, was das überhaupt für Distanzen sind, weil das wusste ich vorher nicht. Und das hat uns so gepackt oder mich emotional so mitgerissen, dass ich gedacht habe, nee komm, wir bleiben jetzt hier. Und waren, also ich glaube 14, 15 Uhr sind wir hier angekommen und ich glaube 21 oder 22 Uhr waren wir zu Hause. Und also es hat mich total fasziniert. Und dann dachte ich, also es ist so der Gedanke irgendwie, das will ich auch mal machen. Also wir saßen irgendwie, glaube ich, 2 Stunden auch auf der Tribüne bei der Finishline und haben da irgendwie jeden jubelt, der reingekommen ist, kannte niemanden, aber es war so cool irgendwie, dass ich gedacht habe, da habe ich irgendwie auch Bock drauf. Naja, und dann ging dieser Gedanke nicht weg und tatsächlich im Juni letztes Jahr, Ende Juni, noch angemeldet. Jetzt kommen ja gerade auch gegen Ende Athleten und Athletinnen rein, die schauen jetzt nicht mehr ganz so frisch aus. Hat es dich dann auch etwas abgeschreckt oder hast du einfach so mitgefiebert von Anfang an? Mitgefiebert. Also wir haben zum Glück niemanden gesehen, der aufgegeben hat. Also wenn, dann haben die wirklich gekämpft und da dachte ich, es muss irgendwie so geil sein, wenn man so kämpft und völlig fertig mit der Welt ist und das am Ende schafft. Also da dachte ich irgendwie, das ist cool. Also will ich auch machen. Ich will auch über diesen roten Teppich laufen und mich freuen, dass ich es geschafft habe. Triathlon-Erfahrung, hattest du überhaupt eine oder Sporterfahrung an sich? Jetzt, es gibt ja 3 Einzeldisziplinen, hast du da irgendwas davon schon gemacht? Ich bin ab und zu laufen gegangen. Also ich bin so, das Maximale waren so 12, 13 Kilometer oder so, die ich in meinen Laufphasen mal laufen gegangen bin. Schwimmen, auf gar keinen Fall vorher irgendwas gemacht. Und Fahrrad fand ich aber in Single Speed. Damit, also ich glaube, das Längste waren mal 100 Kilometer tatsächlich, irgendwie zu meinen Eltern nach Lüneburg und wieder zurück. Aber ansonsten so Rennraderfahrung auch überhaupt gar keine gehabt. Und ja, dann habe ich gedacht, naja, irgendwie ein bisschen Erfahrung muss man vielleicht schon mal sammeln. Und habe dann tatsächlich eine Sprintdistanz gemacht, um einmal abzuchecken, was passiert eigentlich, wenn man aus dem Wasser kommt? Was macht man dann mit dem Fahrrad? Wo geht man dann hin? Und gibt es vielleicht irgendwelche Regeln, die zu beachten sind? Und ja, das war Sprintdistanz, war sozusagen dann mein erster Triathlon mit 0 Erfahrung. Und wie gesagt, nicht geschwommen, weil der Maschsee nicht tief ist. Gelaufen und dann Rad gefahren und ja. Bevor du dich für den Ironman Hamburg ja dann schon im Juni angemeldet hast, hast du dir ein Buch ausgeliehen, im Internet gegoogelt oder jemanden gefragt, der es mal schon gemacht hat? Oder hast du einfach gesagt, es hat mich gepackt, ich melde mich an, ich mache das? Also mein Papa hat Triathlon gemacht, ganz viele Jahre, und das längste war eine Mitteldistanz. Das habe ich aber ehrlicherweise als Jugendliche mal gar nicht so wahrgenommen, was das eigentlich bedeutet, weil auch eine Mitteldistanz ist ja schon mega krass. Und habe dann aber gedacht, also ich habe mich erstmal aufs Laufen konzentriert, nachdem ich mich angemeldet habe, habe mir YouTube-Videos zum Kraulen angeguckt, gemerkt, nee, das ist schon ein bisschen mehr Technik, die vielleicht mal jemand beibringen sollte, der das schon mal gemacht hat. Hatte mich dann für 2 Schwimmkurse angemeldet, die liefen so semi-gut. Habe dann auch gemerkt, das ist schon eine ziemlich krasse Herausforderung. Und habe mich dann, also weil ich, umso mehr man irgendwie recherchiert hat, umso mehr habe ich dann irgendwie über Leistungsdiagnostiken gelesen. Habe gedacht, ach so, sowas sollte man irgendwie auch mal machen, um zu wissen, wo steht man eigentlich. Und bin dann durch die ganze Recherche auf HiSize gekommen. Habe gesehen, die bieten auch Coaching an. Und dann war das so, vielleicht ist das gar nicht so doof. Jemanden zu haben, der irgendwie die Pläne schreibt und mir Tipps gibt und Ahnung von dem Ganzen hat. Und genau, seit August bin ich dann bei HiSize bei David und das ist sehr, sehr gut. Gab es jetzt in dem Jahr Vorbereitung irgendwann mal den Punkt, wo du dachtest, warum habe ich mich eigentlich für nächstes Jahr angemeldet? Warum habe ich mir nicht mehr Zeit gegeben dafür? Also die härtesten Einheiten waren die Schwimmeinheiten, wo ich irgendwie bis Ende letzten Jahres keine 25 Meter Bahn durchkraulen konnte, weil ich irgendwie Wasser geschluckt habe, keine Luft gekriegt habe und gedacht habe, was ist mit meiner Kondition los? Aber ansonsten, also ich bin sehr diszipliniert gewesen oder bin es auch immer noch, bin sehr, sehr ehrgeizig. Und ich habe von den gesamten Trainingseinheiten eine ausfallen lassen, weil ich sonst meinen Flug nicht bekommen hätte in den Urlaub. Und tatsächlich einmal Corona und jetzt im Februar nochmal 3 Wochen Erkältung. Aber ansonsten habe ich jede Einheit durchgezogen und fühle mich deswegen auch ganz gut vorbereitet. Jetzt die letzten Tage mit Registrierung, Startnummern abholen, heute Check-in. Wie geht's dir? Wie sind die Nerven?
Es geht. Also ich bin aufgeregt, auf jeden Fall. Wäre, glaube ich, auch komisch, wenn nicht. Dann wäre irgendwas falsch. Aber ich habe richtig Bock. Also so, das ist irgendwie, ich denke irgendwie bei allem, ich habe richtig, richtig Bock. So, und meine erste, im Urlaub war ich ab und zu mal im Freiwasser. War dann jetzt die Woche, hatte ich noch einmal Freiwasser im Ort Kartener See. Was gar nichts für mich war, wo ich schon dachte, scheiße. Aber war dann heute Morgen hier beim Einschwimmen und das war so ein positives Gefühl, dass ich dachte, okay, komm, irgendwie das klappt. Bin super gut durchgekrault und dachte, also jetzt denke ich, ich habe richtig Bock, es kann losgehen. Also ich warte jetzt einfach nur, bis irgendwie ich wahrscheinlich heute Abend völlig nervös im Bett liege, morgen wahrscheinlich mit Übelkeit aufwache. Aber ich habe einfach richtig, richtig Bock. Auf was freust du dich am meisten und gibt es irgendwas, was dir ein bisschen Sorge bereitet für morgen? Am meisten freue ich mich, wenn ich bei dem Schwimmen aussteige und dann geht für mich relativ entspannt, sage ich mal, das Rennen los, weil dann weiß ich, die beiden Disziplinen kann ich, aber Schwimmen ist so das, wo ich denke, könnte irgendwie noch schief gehen, aber 2 Stunden 20 bis zur Cut-off-Zeit sollte ich schaffen. Und ansonsten meine größte Panik ist ein Platten oder halt irgendwie ein Unfall. Also so, dass halt irgendwas passiert, dass ich nicht weitermachen kann, weil das Fahrrad vielleicht kaputt ist oder ich den Platten, ich habe zwar alles dabei, also im Grunde könnte ich ihn jetzt wechseln. Aber ja, das ist so die größte Panik, dass irgendwas passiert, was ich nicht beeinflussen kann. Jetzt sind wir noch vor dem Wettkampf, aber wagen wir trotzdem einen Blick in die Zukunft. Wie geht's weiter? Bleibst du bei der Langdistanz? Bleibst du beim Triathlon überhaupt? Oder sagst du, das war jetzt ein Projekt? Ich schaue erst mal, wie morgen läuft. Also es war, als ich mich angemeldet habe, dachte ich, ach, so ein typisches Bucketlist-Ding irgendwie. So cool, das mal gemacht zu haben. Umso länger ich jetzt trainiere, umso tiefer ich in diese ganze Triathlon-Welt eintauche. Und mein Papa hat mir es von Anfang an gesagt, du wirst danach weitermachen, du wirst nicht aufhören, genieß die ganze Zeit. Und so ist es jetzt auch. Also ich habe Bock weiterzumachen, definitiv. Ich habe auch schon mit meinem Trainer vereinbart, also ich fahre jetzt erstmal Montag in Urlaub, einmal erholen von allem, dass wir dann aber telefonieren und einmal so die nächsten Ziele besprechen, was können die nächsten Wettkämpfe sein, weil raus werde ich nicht sein. Ganz viel Spaß morgen und viel Erfolg. Dankeschön.